Hallo Leute, heute wollte ich euch mal meine Aktion, meine Vor-Advents-Aktion präsentieren. Und zwar wollte ich Sterne sägen, 24 Sterne. Und diese 24 Sterne, die würde ich gerne abgeben für begeisterte Zuschauer, beziehungsweise an begeisterte Zuschauer für Likes, Kommentare oder gar auf Facebook teilen. Also die Aktion ist nicht von Facebook gesponsert oder sonst wie, sondern das geht hierbei nur darum, dass ich noch meine Website und meine Internetpräsenz ein bisschen ausbaue. Und so werdet ihr auch demnächst erfahren, noch ein paar Details zu diesem Thema. Vorgesehen ist, dass ich, wie gesagt, ein paar Sets, wie viel, das ist noch, steht noch in Sternen, ne? Ein paar Sets anbiete, und zwar kostenlos, den Versand übernehme ich selber auch, und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Danke fürs Zuschauen. Und wie ich die säge, zeige ich euch auch noch gleich. Ich habe also hier schon vorgezeichnete Sterne. 6,5 cm Durchmesser sind die. Da schneide ich jetzt ein bisschen was vom Rand weg, von diesem Papier. Und auch noch von der Schrift hier, damit es noch ein bisschen besser zu befestigen ist. Das Ganze klebe ich hier jetzt mal auf, und zwar mit Kreppband. Das ist eine von mehreren Lösungen, mit Kreppband zu arbeiten. Das nutze ich auch sparsam, denn das braucht nicht großflächig verklebt zu sein. Okay, als nächstes werde ich jetzt aufbohren. So, nachdem ich jetzt aufgebohrt habe, ich habe hier 10 Schichten habe ich hier. Kann ich daher gehen und diese Schichte verschrauben. Okay, jetzt kann es gesägt werden. Für diese 40 mm Sperrholzpappel werde ich mal ein Sägeblatt der Größe 3 nutzen. Und zwar MGT. Dieses, welches ich jetzt eingespannt hatte, das war ein Skip von der Marke Pegas. Ohne Gegenzähne. Und hier diese MGT, die haben dann Gegenzähne. Ich spanne es jetzt einmal hier ein, um zu sehen. So, ein bisschen lösen. Okay. Das Sägeblatt wollte ich hier einfädeln, damit ich halt eine geschlossene Kante habe. Staubsauger wird eingeschaltet. Und los geht's. Ich muss mich gerade vor den Tisch sitzen, dann klappt es auch.
Soweit so gut. Jetzt gucken wir uns mal den Schnitt an. Ich weiß jetzt nicht, ob es nicht überbelichtet ist. Ich gucke mal, dass ich ein bisschen Schatten spende hier. Ausriss ist keiner da. Die Flächen sind jetzt noch ein bisschen verstaubt, aber sonst glatt. Und so sehen die Sterne dann aus. So, liebe Leute, also dann bewertet euch mal mit einem Kommentar und ihr werdet dann teilnehmen können an meiner Verlosung von 24 Sternen. Ich werde noch ein paar sägen müssen.